So, weiter geht's mit einem neuen Video, mit einem neuen Podcast. Und vor nicht langer Zeit, ich weiß nicht genau, steht er irgendwo um 20 oder 12. Gestern 20.12 Uhr, also mich quasi heute, kam ein absoluter Hammer raus. Und zwar geht's um dieses Ding hier, dann ging's um eine Aussage vom Söder. Und tatsächlich auch um, ja, Kontaktbeschränkungen in, ich glaube, Sachsen und Schleswig-Holstein. Also es nimmt Züge an und vor allem mittlerweile, wenn man so ein bisschen diese Bezeichnungen, alles klar, Sirene im Hintergrund, passt schon mal zur Alarmstimmung, wenn man sich auch wirklich mal so ein bisschen diese Bezeichnungen ansieht. Ey, holy shit, wirklich, holy, holy shit. Also, es wird bundesweit 2G geben, wie schon angekündigt, das heißt Lockdown für Ungeimpfte und eine Möglichkeit zum Lockdown. Also eine Möglichkeit zum Lockdown oder zu einem erweiterten Lockdown des Teil-Lockdowns quasi. Das heißt, ich fand es immer so lustig, da haben Geimpfte gesagt, ich bin ja kein Teil mehr von dem Ganzen jetzt. Und falsch gedacht. Und jetzt geht das Ganze quasi genau in die gleiche Richtung. Jetzt werden quasi erstmal Ungeimpfte diskriminiert. Und ich finde es auch lustig, mittlerweile wird von Segregation gesprochen. Oder eher bekannt aus Segregation, aus dem Englischen. Ich denke mal, auf Deutsch spricht man das schon Deutsch aus und nicht Englisch. Quasi so, was zurückgeht in die Zeit, wo halt dann damals eben Weiße und Schwarze quasi dann so ihre Stadtteile hatten, so, also Ghettos quasi, und halt dann zum Beispiel nicht einkaufen durften oder nur dahin durften und nicht dahin durften und so weiter. Und ja, jetzt geht's aber auch wirklich darum, dass das Ganze deutschlandweit kommt, nicht nur in Bayern. Und lustigerweise hat sich auch hier Söder durchgesetzt. Ganz im Ernst. Wer regiert hier in Deutschland? Also weder die Ampelparteien scheinbar, noch irgendwie die GroKo aktuell. Es ist einfach witzig, wie tatsächlich aktuell Söder das Machtvakuum ausnutzt und wirklich für die Bundespolitik quasi so das Ding diktiert. Aber gut, gehen wir gar nicht mal so weit ein, wer hier was entscheidet, sondern eher was entschieden wurde. Und das ist krass. Genau, 2G bundesweit. Das heißt, Zugang zu Freizeitveranstaltungen, Einrichtungen, also Freizeiteinrichtungen, Kulturveranstaltungen und Einrichtungen, Sportveranstaltungen und Ausübungen. Das ist übrigens auch witzig. Und übrigen Veranstaltungen, insbesondere in Innenräumen, gastronomischen Einrichtungen, körpernahen Dienstleistungen und Beherbergungen, sollen sich auf Geimpfte und Genesene beschränken, um die Infektionsdynamik zu brechen. Und dann geht's weiter. Wenn der noch festzulegende Hospitalisierungswert überschritten wird, werden selbst Geimpfte einen negativen Test brauchen. Und da kommen wir einfach auch wieder auf genau diesen Punkt. Ja, da geht's genau um diesen Punkt wieder. Die Sache ist, ein Mensch, ja, zwei Menschen, eine geimpft, eine ungeimpft, mit einem Test haben die beide die gleiche Chance, dass der Test zu, ich weiß nicht, also ich meine, man sagt ja, der Test soll ja eigentlich so genau sein, zu 99,9% oder wie viel auch immer, genau ist. Es macht keinen Unterschied, ob jemand geimpft ist oder ungeimpft ist, wenn der Test negativ ist, ist die Chance immer die gleiche. Also, ganz im Ernst, was soll dieser Mist? Und ich verstehe nicht, warum es noch immer hier das Verfassungsgericht gibt, welches einfach nichts dagegen macht. Also ich meine, dieses Gericht ist eigentlich da, um Politiker davon abzuhalten, in irgendeine Willkür zu verfallen. Nur leider muss man jetzt ehrlich sagen, ich habe mir gerade übrigens ein bisschen Dreck, weil der gerade liegt. Leider muss man jetzt ehrlich sagen, es ist eher genau das Gegenteil, was hier der Fall ist. Das Verfassungsgericht schützt ganz im Gegenteil leider eher die Politiker und ist nicht da, um die Verfassung zu schützen. Es verklagt oder es behandelt eher Fälle, die normale Bürger betreffen,
Und die werden dann bei kleinsten Vergehen ziemlich heftig bestraft. Und Politiker können gegen Grundgesetze verstoßen. Und also, was die quasi Verfassung ist in Deutschland. Und es ist vollkommen egal. Also ganz im Ernst, du. Genau, und dann geht's weiter. Corona-Gipfel, Lockdowns, Ausgangssperren und Schulschließungen werden wieder möglich. Jetzt müsst ihr euch wirklich mal überlegen. Lockdowns sollten verboten werden. Ausgangssperren wurden in Bayern zum Beispiel als, also nachträglich gab es eine Gerichtsentscheidung, nach den Ausgangssperren. Die ist erst ein paar Monate alt oder ein paar Wochen alt. Und da hat das Gericht dann eben beschlossen, das war de facto, ja, die war nicht legal. Ausgangssperren hätten nie stattfinden dürfen. Und jetzt geht es weiter, Corona-Gipfel, hey, die Ausgangssperren kommen wieder. Es ist unglaublich. Und man muss auch wirklich sagen, dass es noch immer, ich meine, wir hatten gerade in Deutschland, wir hatten damals im Dritten Reich quasi eine Politik, die alles machen konnte und machen durfte. Und dann kamen die Amerikaner, kamen die Russen und so weiter. Aber ich glaube, das kamen eher durch die Amerikaner und haben gesagt, hey, hier Demokratie, könnt ihr auch machen. Und ich dachte mir eigentlich echt, was die damals mitgebracht haben, also an Demokratie und quasi so das Handbuch dazu, dass da so ein paar Kontrollinstanzen drin wären, die das verhindern sollte oder verhindern sollten, dass genau so eine Scheiße wieder passiert. Und aber das ist nicht der Fall. Jetzt passiert quasi genau der gleiche Mist. Oder jetzt haben wir genau zum zweiten Mal, eigentlich haben wir zwei Sachen zum zweiten Mal. Erstens, was früher passiert ist, haben wir zum zweiten Mal. Und zweitens haben wir aktuell Ausgangssperren zum zweiten Mal. Und zum zweiten Mal haben wir jetzt quasi eine Regierung, die bewusst quasi gegen die Verfassung verstößt. Nicht nur zum zweiten Mal, das passiert quasi seit 2 Jahren Lauf Natur im Prinzip. Und also, ich meine, wie kann denn das wirklich, wie kann es überhaupt noch funktionieren? Und wie können Leute hier in Deutschland auch wirklich einfach noch da hocken und sagen, interessiert mich nicht oder mache ich halt einfach mit oder bin ich halt einfach leise oder so? Also ich verstehe das nicht. Ganz im Ernst, ich verstehe das einfach nicht. Wie können die Leute wirklich noch da hocken und sagen, ja, nee, interessiert mich nicht. Ich meine, es sind unsere Grundrechte und wir reden hier wirklich von minimalistischen oder von den absoluten Basic-Grundrechten. Wir reden noch nicht mal davon, dass man hier irgendwie reisen kann oder reisen darf. Oder dass man sich hier irgendwie, weiß ich nicht, alle möglichen Träume erfüllen kann und so, wisst ihr? Wir reden hier von Sachen, einfach nur arbeiten zu können und zu dürfen. Das ist mittlerweile einfach auch schon Privileg geworden. Also ungeimpft hast du teilweise einfach gar keine Chance mehr zu arbeiten. Und einfach ist, also es ist einfach wie eine Ausgangssperrungstaktik. Erinnert so ein bisschen an Vietnam damals. Und ja, das ganze normale Leben wird quasi uns einfach verwehrt. Und ich verstehe nicht, dass die Leute das wirklich so mitmachen. Also, dass hier nicht irgendwie jeden Samstag zig Millionen Menschen auf der Straße sind, das verstehe ich nicht. Das kann ich einfach echt nicht verstehen. Und ich meine, uns wird hier ein Jahr nach dem anderen geraubt, wo wir quasi uns irgendwie einsperren müssen oder eingesperrt werden, je nachdem. Und den Leuten ist es sowas von scheißegal, ganz im Ernst. Und wenn denen ihr Leben schon selbst so egal ist, und wenn die vielleicht Kinder haben, dann könnten sie wenigstens dafür kämpfen, dass ihre Kinder keine Kindheit haben, wo sie quasi jahrelang eingesperrt sind. Also ich verstehe auch wirklich die Eltern nicht. Und ich weiß nicht, ob wir in einfach so einer hirngefickten Gesellschaft leben, die absolut von Depressionen geplagt ist, dass die einfach, dass es ihnen scheißegal ist. Oder da fehlen mir einfach die Worte dazu, ganz im Ernst.
Ja, genau. Hier geht's weiter. Die Länder werden bei besonders hohem Infektionsgeschehen. Kann es vielleicht mal irgendjemand in Zahlen ausdrücken, was ist besonders hoch? Also 2020 hatten wir einen Lockdown, weil wir irgendwie 10.000 oder 9.000 Neuinfektionen am Tag hatten. Heute haben wir über 50.000 und das Leben geht weiter. Mit besonders hoher Belastung des öffentlichen Gesundheitssystems. Das öffentliche Gesundheitssystem ist seit Jahrzehnten immer unter hoher Belastung oder unter besonders hoher Belastung. Also was ist das für eine Aussage? Im jeweiligen Land Hotspot. Ist das Land ein Hotspot oder ein Hotspot im Land? Von weitergehenden Möglichkeiten des Infektionsschutzes, bla 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 bla. So, und genau, jetzt will die Ampel, also die Ampelkoalition hat jetzt beschlossen, dass regionale Lockdowns auch nach Auslaufen epidemischen Lage von nationaler Tragweite möglich bleiben. Jetzt, ja, ich habe das weitergelesen, bis zum 15. Dezember. Erstmal. jetzt muss man ganz ehrlich mal sagen, hier werden so viele Tabubrüche betrieben. Das heißt, die epidemische Lage wird lässt man auslaufen. Und ohne diese Lage schafft man, beziehungsweise um die gleichen Maßnahmen, sogar noch krassere Maßnahmen durchzudrücken, schafft man quasi ein neues Gesetz, welches ohne epidemische Lage genau das Gleiche ermöglicht oder noch schlimmere Sachen ermöglicht. Und das ist nicht nur einfach eine absolute Verarschung der Bevölkerung, denn ich meine, offensichtlich ist es exakt das Gleiche. Es ist quasi einfach, also hier passiert quasi exakt das Gleiche. Man lässt das eine auslaufen und macht ein neues Gesetz und lässt es dann laufen. Und das ist wirklich nicht nur krass, sondern es ist auch wirklich einfach gefährlich. Und wir wissen nicht, welche Leute das aktuell in dieser Ampelkoalition drin sind. Wir kennen weder deren Pläne, noch deren Endgame, noch deren, was auch immer die noch vorhaben. Und die fangen quasi als erste Sache, die hier beschließen, erstmal sowas an. Und jetzt müsst ihr euch wirklich mal überlegen, regionale Lockdowns. Bei uns im Landkreis oder Nachbarlandkreisen irgendwo, ich bin mir nicht mehr sicher, hat zum Beispiel eine Landrätin gesagt, wir dürften regionale Lockdowns wir dürften regionale Lockdowns machen, aber das würde zu so einer Spaltung führen und würde irgendwie einfach im Bürgerkrieg enden. Und ja, hier quasi, regionale Lockdowns werden nicht nur möglich, sondern ab einem bestimmten Punkt quasi automatisch dann beschlossen oder müssen beschlossen werden. Und ganz im Ernst, ich weiß nicht, wer hier aktuell noch da hockt, das liest und zuhört und anschaut und nicht die Vibes von 1933 kriegt. Also ganz im Ernst, wir sind einfach aktuell in einem ICE und fahren Richtung Diktatur und die Leute schauen aus dem Fenster und ja, schön Wetter ist heute. Nee, also, ich meine, dass die Leute, ich meine, man muss doch irgendwie merken, dass die Sachen immer schlimmer werden. Wir haben, damals hieß es zum Beispiel, Impfquote XY, dann fällt alles und so weiter. Und jetzt sind so viele geimpft und jetzt wird es immer krasser und immer schlimmer und immer extremer. Und wie gesagt, jetzt reden wir hier einfach schon von regionalen Lockdowns. Im Prinzip eigentlich zwischen den Zeilen gelesen, schon den Sachen, die Söder als Zero-Covid angekündigt haben oder Australien als No-Covid angeführt hat. Das müsst ihr euch wirklich mal überlegen, was das bedeutet. Ja, zum Beispiel Landkreis X ist einfach im Lockdown, Landkreis Y nicht. Und der Unterschied ist zum Beispiel einfach, weil der andere Landkreis ein besseres Krankenhaus hat. Wisst ihr? Das kann der einzige Unterschied sein. Oder weil vielleicht ein Landkreis gar kein Krankenhaus hat. Ja, kann auch sein.
Es ist unglaublich. Ja. Und jetzt wird es interessant. So sollen alle Maßnahmen, Lockdowns, bla bla bla. Allerdings nur, wenn die Bundesländer diese bis zum geplanten Auslauf der epidemischen Lage am 25. November anordnen. Entscheidungen dazu müssten also in kommender Woche fallen. Und jetzt wird hier quasi das Ganze schon angekündigt. Also die haben ein Gesetz gemacht, dass das Ganze legal bleibt, wenn das der Fall ist. Und ja, in kommender Woche müsste das beschlossen werden. Die machen auch kein Gesetz, wenn die es nicht nutzen wollen. Also ich meine, es muss doch eigentlich, ich meine, es muss nicht sein, aber das müsste nicht eben klar sein. Und was wird passieren? Natürlich bis zum 15. Dezember wird die Lage nicht anders sein. Das wird einfach so weitergehen oder vielleicht sich langsam abflachen, wenn überhaupt. Denn Lockdowns sind eine der ineffektivsten Maßnahmen, die es gibt. Gab es eben auch eine Studie. Ich glaube Sommer 2021 oder Frühling 2021. Nee, sorry, das war schon Oktober 2020. Vor dem zweiten Lockdown quasi. Da war schon klar, wie wenig ein Lockdown wirklich bringt. Ja, es wird natürlich nichts bringen und das Ganze wird höchstwahrscheinlich weiter verhängt. Erst bis zum 15. Dezember, dann 1. Januar, 15. Januar, 1. Februar und so weiter. Bis dann irgendwann Mai, Juni oder wann auch immer. Und was uns da droht, holy shit. Und jetzt muss man auch wirklich mal dazu sagen, dass die Regierungen, die aktuell an die Macht gekommen sind, meiner Meinung nach, in der aktuellen Konstellation, Zusammenstellung, weit extremeres Gedankengut verbreiten oder vertreten als die GroKo. Die GroKo ist schon recht extrem. CDU vor allem. Aber jetzt und zum Beispiel auch mit dem, was die Grünen wollen, da ist definitiv ein Extremismus im Spiel. Das kann man sagen. Genau. Also wie gesagt, hier mit Ausgangssperren, es ist unfucking glaublich. Es ist einfach nur noch unglaublich. Und ich weiß, ich benutze dieses Wort ziemlich oft, weil mir einfach die Worte fehlen. Genau, 2G plus und so weiter. Also es ist vollkommen egal, geimpft oder ungeimpft. Wir alle werden im Lockdown landen. Und auch die, die sich jetzt in Sicherheit wiegen mit 2G, die werden trotzdem getestet werden müssen. Oder werden sich trotzdem testen lassen müssen. Das heißt, eventuell dann wahrscheinlich sogar auf der Arbeit. Es ist krank. Es ist wirklich krank. Genau. Und dann geht es zum zweiten Hammer. Söder sieht die Corona-Apokalypse nahen. Geht's noch? Also, dass ihr wenigstens bei Welt jemand das kritisch noch beäugt, geht's noch? Also ganz im Ernst, wo sind wir denn eigentlich? Es ist doch nur noch ein Wahnsinn. Und ganz im Ernst, ich kann langsam zwischen den Politikern hier, die diese Entscheidungen treffen, und anderen Leuten aus Österreich, die in Deutschland Kanzler wurden, keinen Unterschied mehr sehen. Es sind die gleichen Propagandastrategien wie damals. Es ist wirklich, hier wird mit null, wirklich mit absolut null, nicht mit Daten, mit Fakten gearbeitet, hier wird einfach nur mit Wahnsinn, mit Angst, mit was weiß ich gearbeitet. Es ist einfach nur noch, es ist geisteskrank, wirklich. Es ist einfach nur noch geisteskranke Ding. Genau, wenn 10 Punkte Apokalypse ist, dann sind wir bei 9, sagt Markus Söder bei einem Interview. Man fragt sie, was bei Stufe 10 anstünde, ein Bürgerkrieg zwischen Querdenkern und Impfbefürwortern. Und jetzt beachtet mal, wie oft mittlerweile das Wort Bürgerkrieg in Deutschland auftaucht. Ich hab's im letzten Video gesagt. Wir sind kurz vor 12. Und Corona. Okay, das sind in Deutschland wie viele gestorben? Ich weiß nicht, 80.000, 100.000 mit oder an Corona. Wie viele es dann tatsächlich sind, weiß aktuell ja keiner. Wenn es zum Worst Case kommt und wenn es zu wirklich einer Konfrontation zwischen beiden Gruppen irgendwann mal kommen sollte, dann sind 80.000 bis 100.000 Tote nichts. Dann sind das Kleinigkeiten.
dann sind wir 7, vielleicht sogar 8-stelligen Zahl. Und nicht bei hier solchen Sachen. Also, ich verstehe es nicht. Wie kann man so ignorant sein? Genau. Wir wissen, dass die vierte Corona-Welle alle bisherigen Wellen in Schatten stellen werde. Sie werde mehr Opfer und auch mehr Todesopfer verlangen als alles, was wir bisher kannten. Yesterday, New Cases. Weltweit 581.000. Interessanterweise sind nur in Deutschland die Zahlen so hoch. Die USA hatte unter Trump einen Peak von 200 oder 52.000 oder vielleicht sogar 400.000, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube 400.000 Abonnierer, ich glaube 200, 52, keine Ahnung. Ja. Okay. Jetzt muss man sich aber ganz ehrlich fragen, wie kann Deutschland aktuell 60.000 haben mit einer Bevölkerungszahl, die nicht so gigantisch groß ist? Ich meine, ja, wir haben viele Einwohner, aber wir sind kein gigantisches Land. Ich meine, die USA haben viermal mehr Einwohner als wir. Und die haben noch nicht mal annähernd das Doppelte Infektionszahlen von uns. Also kann man sich ja wirklich einfach nur fragen, so, what the fuck geht hier ab? Ja, hier 33 Millionen und wir haben 84 Millionen. Russland zum Beispiel, ich meine fucking Russland, ja. Die haben 164 Millionen Einwohner und trotzdem 136.000 Einwohner aktuell. Finde ich witzig. Was macht eigentlich aktuell Schweden? So, lass mich raten, ist dann bestimmt immer noch bestens dabei. Sweden. Lass uns schauen. Total Cases. Daily New Cases. Active Cases. Also ganz im Ernst, zwei, wirklich absolut nur zwei Möglichkeiten, was hier aktuell wirklich abgeht und wirklich passiert. Ja, schauen wir diesen Unterschied an. Zwei Möglichkeiten. A, die Zahlen sind komplett gefaked und es ist einfach absolut alles gelogen. Oder Nummer zwei, Lockdowns und dieser Dauerlockdown, der in Deutschland bestand, hat dem Immunsystem der Menschen so hart geschadet, dass die einfach nicht mehr in der Lage sind, irgendwie eine Immunität gegen ja auch andere Viren und andere Erkrankungen aufzubauen und noch weniger gegen Corona und das hier aktuell wirklich der einzige und wahre Auslöser ist. Und ich meine natürlich, klar, 2G, wir wissen, dass die Impfung nicht so viel nutzt, also effektiv fast nichts nutzt und also zumindest was Ansteckungen anbelangt. Und ja, Discos waren ja dann trotzdem mit 2G, ohne Tests, ohne Masken und so weiter, also generell Discos und was weiß alles noch, quasi alles war dann mit 2G, ohne weitere Hygienemaßnahmen. Und ich meine, fand ich lustig. Also, es war von vornherein klar, dass auch Geimpfte quasi im gleichen Rahmen die Viren abgeben und weitergeben können. Und mittlerweile sind auch wirklich über 50% der Corona-Infizierten geimpft. Das heißt, wir haben 70% Geimpfte und davon sind über 50%, also von den allen Corona-Fällen sind über 50% Geimpfte und in der Bevölkerung sind 70% geimpft. Das heißt, das Level gleicht sich mittlerweile eigentlich fast an. Also der Unterschied zwischen geimpft und ungeimpft ist aktuell, ja, ist eine Kleinigkeit. Prozentual gesehen ist es nicht mehr so viel Unterschied. So, dann geht's noch weiter. Man wird sich weiter an Kinder vergehen. Kann man nicht mehr anders nennen. Finde ich absolut einfach nur einen. Ja, das ist einfach menschenverachtend, kinderverachtend, wie auch immer. Kinder haben nie zur Infektion, dazu beigetragen, irgendwie Krankenhäuser zu füllen oder sonst irgendwas. Das sind auch absolut
nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise gefährdet oder so. Ich meine, von unter 18-Jährigen sind bisher 25, glaube ich, gestorben in den letzten 2 Jahren. Pro Jahr werden in Deutschland von unter 18-Jährigen 155, das war jetzt die Zahl, ermordet. Das heißt, quasi als Kind ermordet zu werden, ist um das Achtfache höher. Die Chance, ermordet zu werden, ist acht, nein, nicht ganz acht, siebenmal ungefähr, Pi mal Daumen, siebenmal höher als wir haben hier 2 Jahre und 25 Tote unter 18-Jährige. Das andere sind ja, wie gesagt, gerade mal die Jahreszahlen. Das heißt, wenn man theoretisch sogar 300, also in 2 Jahren haben wir 300 unter 18-Jährige, die ermordet werden. Und dazu kommen halt eben dann 25 oder vielleicht bald auch 30 oder so Kinder, die an Corona sterben. Also die Chance ist irgendwo zwischen 1 zu 10 und 1 zu 12 oder so. Und ich meine es mal ganz im Ernst, angenommen, es würde eine Impfung geben, die Chance, ermordet zu werden, um ein Zehntel und ein Zwölftel senkt. Das wird es doch keiner geben, oder? So blöde wäre doch wirklich keiner. Also, das wird keiner machen. Ja? Wirklich absolut trocken betrachtet wird das keiner machen. Und hier machen die Leute und laufen den Impfzentren die Türen ein, weil sie denken, sie sind irgendwie in absoluter Gefahr oder so. Holy fuck. Genau, was gab's denn noch? Lindner, die FDP. absolut witzig. Die FDP hat uns einfach alle angelogen. Und von wegen Freiheit und gegen Pflichten und freie Demokraten und so. Die FDP eskaliert richtig und sind die Ersten oder die Zweiten, die hier aktuell mittlerweile schon eine Impfpflicht wollen. Die gleiche FDP, die damals gesagt hat, Corona-Maßnahmen abschaffen, definitiv keine Impfpflicht, auch keine durch die Hintertür, auch kein Aufbau von Druck und so weiter. Und jetzt schaut sich an, mit was Lindner um die Ecke kommt. Also auch hier kann man die FDP dann definitiv, also ich sortiere für mich die FDP aus, kannst nicht mehr wählen, brauchst nicht mehr wählen. Ja. Ganz im Ernst. Die Partei hat sich einfach selbst auf den Müll befördert. Und ja. Und damit wird die nächste Wahl definitiv interessant werden. Denn wenn man Änderungen will, kann man nur Bundestagsparteien wählen. Und wenn man die Corona-Maßnahmen nicht will, dann bleibt nur noch übrig, blau zu wählen. Und das wird, also wenn jetzt zum Beispiel in einem Monat oder so Neuwahlen wären, wäre übrigens lustig, hier jetzt bei so vielen Infektionen, bei so einer Infektionszahl Neuwahlen auszurufen, ob es dann auch nur Wahlen für Geimpfte gäbe oder so, wäre mal interessant. Auf jeden Fall, wenn in einem Monat Neuwahlen wären und die FDP mit sowas vorprescht, dann verlieren nicht nur ihre eigenen Wähler, sondern auch die Wähler, die vielleicht damals gegen die Maßnahmen waren, aber nicht blau wählen wollten, weil sie gesagt haben, die sind mir zu krass oder was auch immer. Ich wähle lieber FDP, weil die wollen das Gleiche, aber sind gemäßigter. Ja. Was glaubt ihr, wie viele Prozent werden jetzt da Richtung blau wechseln? Das wird richtig lustig. Und auch die Ampelparteien, die Wähler der Ampelpartei, jetzt überlegt mal, die ganzen Leute, die die Parteien gewählt haben, weil sie eben eine andere Corona-Politik zumindest in Teilen wollten, die wurden auch komplett verarscht. Die wurden angelogen, verarscht, betrogen. Es ist unglaublich. Ja, genau. Er sagte, er kann es nicht vorstellen. Wann war das hier? 17 Uhr? Wisst ihr? Also, es ist schon lustig. Um 17 Uhr sagt Lindner, einen flächendeckenden Lockdown zu Weihnachten mit Ausgangssperren und Ladenschließungen kann sich Lindner nach eigenen Worten hingegen nicht vorstellen. Um 20 Uhr. Hier wurde das Gesetz verabschiedet, beziehungsweise, also hier wurde das Ganze veröffentlicht.
Nee, ich glaube, das stammte. Gab es noch was Neues? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Also definitiv wenige Zeit später, kam quasi, also nur wenige Stunden später, kam hier das Ding, okay, bla bla bla. Oder war es hier noch? Nee, war hier war das, oder? Steht da eine Zeit dabei? Nee, das ist noch Teil dieses Dinges hier. 20 Uhr ist 12. Genau. Hier, das Ding wird wieder möglich. Und, ja, entscheiden wir nächste Woche drüber. Man kann sich's ja nicht vorstellen, aber man hat's beschlossen. Also, Leute. Was geht hier bitte ab? Was passiert hier einfach in Deutschland? Was zur Hölle passiert hier in Deutschland? Gibt es da so die Umfrageergebnisse? Wäre mal lustig. Respekt an Leute. Ganz im Ernst, Respekt an die Leute. Also die Menschheit hat sich in keinster Art und Weise irgendwie weiterentwickelt oder hat aus dem Dritten Reich irgendwas gelernt. Die nächstbeste Chance und alle laufen in gleiche Richtung. Es ist zum Heulen. Es ist einfach zum Heulen. Tja. Ach ja, und übrigens, die CDU will das Ganze kippen oder noch kippen versuchen, dass die epidemische Lage wieder weiterhin verlängert wird und das Ganze immer weiterläuft und so weiter. Und also ihr seht, es ist vollkommen egal, was passiert. Es ist vollkommen egal, wenn ihr macht das, wie in der Welt. Fast zumindest egal. Und jetzt haben wir vier Parteien, die genau auf einer Linie sind. Alle vier. Naja, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen.